Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu dieser Top 10. Ja, ich habe für euch die familienspieltauglichsten Spiele aus meiner Sicht der letzten 12 Monate für euch in eine Top 10-Liste zusammengepackt. Ja, das ein oder andere Spiel hat es auch auf eine Nominierungs- oder Empfehlungsliste geschafft, aber mehr dazu jetzt. Ja, auf meinem Platz 10 der familienspieltauglichsten Spiele der letzten 12 Monate ist Via Nebula, ein Spiel von den Space Cowboys für 2 bis 4 Spieler. Und das Coole an diesem Spiel ist, egal welche Aktion ein Spieler ausführt, es hat immer komplett Auswirkungen auf alle Mitspieler. Ja, wir bauen in einem Tal, in dem Nebel herrscht. Und es gilt, Ressourcenquellen zu erschließen, Nebel in Weidenfelder in Wegesfelder umzuwandeln und Bauwerke abzuschließen, um so zu Punkten zu kommen. Ein Spiel, was sich auf jeden Fall ab 10, 11 Jahren spielen lässt und definitiv Familienspiel geeignet ist. Platz Nummer 9. Wohl eine kleine Überraschung und auch in diesem Fall eine ganze Reihe, die ich mir jetzt hier gekrallt habe. Meine Empfehlung: Exit, das Spiel. Warum landet es jetzt hier auf einer familientauglichen Empfehlungsliste, obwohl es die Spiel des Jahres Jury auf die Kennerspiel-Nominierungsliste gepackt hat? Ganz einfach, weil ich der Meinung bin, dass durchaus Familien mit rätselbegeisterten Kindern das auch in einer Familienrunde spielen und genießen können. Und da kann auch jeder seinen Beitrag dazu leisten. Natürlich ist es nicht unbedingt geeignet, wenn man lauter Spielneulinge am Tisch hat oder mit Kindern, die eigentlich noch von Kinderspielen kommen. Aber ich denke, mit Kids im Alter ab 10 Jahren aufwärts, die eine gewisse Freude an Rätselspielen mit sich bringen, sind die Spiele definitiv sehr gut geeignet. Subjektiv von meiner Seite und auch von allen aus meiner Spielegruppe, die die Exit-Spiele gespielt haben. Bei uns kam die verlassene Hütte und die Grabkammer des Pharaos extrem gut an. Das geheime Labor war nicht ganz so unser Favorit. Und rein von der Rätseltiefe würde ich für Familien tatsächlich die verlassene Hütte empfehlen. Auf Platz Nummer 8 hat sich ein kleiner Fuchs geschlichen, nämlich das Spiel Sheep and Thief vom Pegasus Verlag. Ein Spiel für 2 bis 4 Plättchen, legespielfreudige Spieler ab ca. 8 Jahren. Ja, wir sammeln Schafe, versuchen die Schafe zu beschützen, versuchen die Schafe der anderen zu erbeuten und gleichzeitig aber noch sinnvolle Flüsse und Wege auf unser Spielertableau zu bauen. Eine sehr geringe Einstiegshürde mit einem interessanten Drafting-Mechanismus macht dieses Spiel definitiv zu einem sehr familiengeeigneten, kurzweiligen Spiel. Platz Nummer 7. Nochmal vom Schmidt Verlag. Ja, ein kleines Spiel, was wir letztes Jahr schon auf der Spiel in Essen mitgenommen haben und was so auf den ersten Blick ein bisschen an Quicks erinnert. Wir würfeln mit 6 Würfeln, haben Zahlen und Farbwürfel und wir streichen Kombinationen aus Farben und Zahlen hier auf diesem Plättchen ab. Ein sehr kurzweiliges Spiel, es spielt sich sehr flüssig und ist auf jeden Fall auch ein guter Familienkandidat. Also für alle, die Quicks kennen und die was Neues suchen, definitiv Empfehlung meinerseits nochmal. Auf Platz 6 hat sich das erste nominierte Spiel geschlichen, Wettlauf nach Eldorado. Ja, wir verkörpern Abenteurer, die in einer Mischung aus Deckbuilding und Laufspiel versuchen schnellstmöglich den Weg nach Eldorado zu finden. Von der Komplexität her ist dieses Spiel definitiv nicht höher oder niedriger anzusiedeln, sondern sehr vergleichbar mit Via Nebula. Und schönes Material, sehr ansprechend. Ich bin auch in diversen anderen Videos schon drauf eingegangen. Es macht einen guten Job als Familienspiel oder Gateway-Game. Allerdings ist die Vielfalt an Karten halt doch relativ schnell erschöpft. Und
Spielkarten. Ich rede jetzt nicht von Wegekarten, da ist die Auswahl doch relativ groß. Aber im Grunde macht man doch immer wieder das Gleiche, nur dass der Weg ein anderer ist. Aber für Familienrunden definitiv sehr geeignet. Platz Nummer 5. Ein Spiel, das eigentlich aus meiner Sicht nur im Vierspielerspiel überzeugt. Mein Traumhaus. Ja, wir richten unsere Häuser ein. Wir haben unser Traumhaus und jetzt geht es um die Innenausrichtung. Wir platzieren Räume, wir platzieren Einrichtungsgegenstände. Und das Ganze auf einem sehr ansprechenden Haustableau mit sehr viel Liebe zum Detail. Also es macht wirklich Spaß, dieses Spiel zu spielen, weil das sind die Tableaus. Es sind so ganz kleine, schöne, versteckte Details, dass dann in der Garage plötzlich ein DeLorean steht oder irgendwo eine Kinderhand unter dem Bett vorragt. Also mit ganz, ganz viel Liebe zum Detail gestaltet. Macht wirklich viel Spaß, macht aber den meisten Spaß tatsächlich in einer Vierspielerrunde und ein sehr geeignetes Familienspiel für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren. Auf Platz Nummer 4, der nächste Nominierte, King Domino. Ja, bei King Domino puzzeln wir in Domino-Manier unser Königreich um unser Schloss und wir versuchen dabei, so viel wie möglich Punkte zu machen. Das Spiel ist schön illustriert, es macht Spaß, die Domino-Plättchen zu legen. Letztendlich ist es eigentlich nichts Neues, aber es macht es sehr genial und sehr einfach und hat eine sehr geringe Einstiegshürde und spielt sich für 2 bis 4 Spieler sehr gut und sehr flüssig. Wobei mir persönlich gefällt am allerbesten sogar noch das große Duell 2 Spieler auf einer Fläche von 7x7 Landschaftsteilen. Das macht dann nochmal mehr Spaß. Aber ansonsten King Domino durch seine geringe Einstiegshürde, durch seine nette ansprechende Grafik ein sehr gelungenes Spiel für Familien. Auf Platz Nummer 3 hat sich ein Autor eingeschlichen, der eigentlich eher nicht so sehr aus dem Familienspielgenre bekannt ist. Okay, Bonanza wäre ein Titel von ihm, aber er ist eigentlich eher so für Stratego-Schwergewichte bekannt, die, ich sag mal, nicht nur Masse, sondern auch Klasse mit sich bringen. Ich rede von Agricola, Caverna, Aller Erde, Ein Fest für Odin, aber im Familienspielsektor ein hervorragendes Spiel, was letztes Jahr auf der Spiel in Essen quasi dem neuen Verlag der Edition Spielwiese aus den Händen gerissen wurde. Cottage Garden. Ja, für alle Puzzle-Fan begeisterten Spiele und die gerne Tetris spielen, definitiv ein klasse Spiel. Kann man von 1 bis 4 Spieler spielen, auch so circa Empfehlung ab 8 Jahren. Ja, wir sind Gärtner. Wir bauen unsere Beete voll mit Puzzleteilen aus diversen Pflanzensorten. Das sind dann Blumen oder auch Tonscherben oder auch Gegenstände, die sich im Garten befinden können. Macht sehr viel Spaß, bringt ein schönes Puzzlespiel mit und hat eine sehr interaktive oder ja andere Auslage, aus der wir uns Runde für Runde bedienen und macht daher diesen Tetris-Aspekt sehr interessant und sehr spielenswert. Definitiv eine gute Wahl auf Platz 3. Auf Platz Nummer 2 hat sich das dritte nominierte Spiel zum Spiel des Jahres verirrt. Magic Maze. Ja, wir sind eine Heldengruppe von 4 Helden, die ihren gesamten Besitz verloren haben und nun gezwungen sind, Ausrüstung für unser nächstes Abenteuer aus dem Einkaufszentrum zu rauben. Ja, voll kooperativ, aber ohne miteinander zu reden. Ein definitiv cooles Spiel, ein cooles Spielprinzip und durch diese Szenarienmöglichkeit bietet es auch die Möglichkeit, wirklich ja, junge Spieler schon mitzunehmen und auch ja, weniger erfahrene Spieler so langsam von Szenario zu Szenario an das Spiel heranzuführen. Man lernt die Regeln so nach und nach kennen und das macht das Spiel wirklich hervorragend gut. Zusätzlich dazu kann man es bis 8 Spieler spielen und sogar Solo kann man es spielen. Mehr dazu übrigens in der Solo-Reihe hier auf unserem Kanal. Also ich denke auch, dass dieses Spiel eine sehr gute Wahl ist für
das Spiel des Jahres und wenn es nach mir ginge, hätte es den Preis eigentlich schon sicher. Der ein oder andere wird vielleicht auf dieses Spiel schon gewartet haben auf der Liste. Es ist Fabelsaft von Friedemann Friese. Ja, ich habe es auch schon in der Meeple-Show gesagt, für mich eigentlich ein Spiel, das auf der Nominierungsliste gesetzt war. Es ist nur auf der Empfehlungsliste gelandet, aber immerhin das. Ein Spiel von 2 bis 5 Spielern, was ich aber persönlich zu viert oder zu fünft am besten spiele. Ja, wir wollen Fabelsäfte brauen. Wir haben Fruchtkarten, wir führen Aktionen aus und die Auslage an Aktionskarten in der Mitte verändert sich von Runde zu Runde, von Partie zu Partie. So kommen immer wieder, sobald ein Saft gebraut wurde, eine neue Aktionskarte hinzu. Jede Aktionskarte gibt es 4-mal und so bringt dieses Spiel schon eine Art Mini-Legacy-Aspekt mit. Und es kommt wirklich mit vielen Karten daher. Also erstens mal mit schönem Material. Man bekommt wirklich für seinen Preis was geboten. Und schaut euch mal diesen Kartenstapel an. 24 Karten werden ausgelegt zu Beginn des Spiels. Und dann werden die quasi der Reihe nach durchgespielt. Und das Spiel bietet viele Möglichkeiten für viele spannende Partien in der Familie, im Freundeskreis. Und deswegen auch meine Nummer 1 auf der Top 10 der familiengeeignetsten Spiele der letzten 12 Monate. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr gebt uns einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr ein Spiel vermisst habt, was ihr sagt, das hätte eigentlich definitiv drauf gemusst. Ich hätte ohne Probleme noch 5, 6 weitere Spiele gehabt, die ich als nennenswert oder empfehlenswert eigentlich halte, aber die jetzt halt einfach auf diese Top 10 nicht draufgepasst haben. In diesem Sinne, viel Spaß beim Spielen, macht's gut und bis bald!